Arzt und Autor Felix Schröder. Sie kennst ja. Ist ja auch Premiere bei uns bei DAS. Genau, da darf das mal so sein, ne? Das denke ich auch. Herz ist so ein Thema, was ja alle interessiert, klar. Wenn es nicht funktioniert, wenn es stottert, dann gibt es Probleme. Wie viele haben eigentlich Probleme? Also umso besser, dass Sie hier sind und dass wir heute darüber reden. Ist da gewünscht. Was man noch alles tun kann, das verraten Sie während der Sendung, geben jede Menge Tipps. Jetzt lassen wir erstmal die Herzen unserer Zuschauer höher schlagen. Wir haben nämlich auch dieses Jahr eine Weihnachtsaktion. Und zwar verschenken wir jeden Tag ein Gastgeschenk unserer prominenten Gäste. Da waren ja so viele, die sich gelassen. Hier kommt sie, gucken Sie mal. Und die bekommen Sie von uns. Sie müssen einfach nur bei uns auf die Internetseite. Toi, 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 dass Sie die Vinylplatte von Johannes Oerding bekommen. Also ich denke, das Faszinierendste an diesem Organ ist, dass es still und leise zu 3 Milliarden Mal geschlagen. Also es ist eine sehr hohe Leistung, die dieses Herz verbringt. Und das hat mich einfach im Studium irgendwie gefesselt. Also eine richtige Hochleistungsmaschine. Genau, also auch für die Herzgesundheit und auch die Lungengesundheit natürlich. Dann, wem das Essen zu gut schmeckt, also Übergewicht ist ein großes Problem, das leider auch immer weiter zunimmt. Mit dem Übergewicht Wir haben ein Buch geschrieben, Was das Herz begehrt, heißt es. So ist es. Was begehrt es denn? Und das schont das Herz. Ja. Weil Sie gerade sagen, was Puls und Blutdruck senken kann. So einen kleinen Stoff in ausreichender Dosierung zu mir nehmen möchte, muss ich, ich weiß nicht, wie viele Flaschen Rotwein trinken und dann streikt die Leber. Da gibt es andere Probleme dann. Ja. Ja, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nach dem Beitrag hat man noch mehr den Beleg dafür, dass es tatsächlich hilft und wichtig ist. Mhm. Ne, gerade wenn man schon ein angeschlagenes Herz hat. Diese Angina pectoris, von der wir gerade da gehört haben, wie verbreitet ist die? Und wenn man dann Pause macht, dann beruhigt sich das Herz. Also was ich auch zum Beispiel selber häufig habe, sind die sogenannten Extrasystolen. Das sind einfach in Zweifel bestehen, sollte man wirklich großzügig da mal ein Langzeit-EKG machen, weil das dann letztlich Klarheit verschafft. Ja, aber dass man sein Herz ab und zu mal stolpert. Die Deutschen mit dem Spenden ihres Herzens. Ja, kein so erfreuliches Thema, sag ich mal. Ja. Weil einfach durch diese Transplantationsskandale der letzten Jahre einfach da das Vertrauen in die So, das kann passieren. Auf einmal liegt jemand am Boden, wir sind in der Nähe, was tun? Merkt man überhaupt, wenn jemand fällt oder am Boden liegt, wenn man ihn schon kurz vorher beobachtet hat, dass er möglicherweise wegen eines Herzversagens oder eines Herzfehlers zu Boden gegangen ist? Das würde ich so jetzt nicht sagen. Natürlich umgehend alarmieren sollte, eintrifft, wenn ein Atemstillstand auch festgestellt werden muss, dann ist davon auszugehen, dass das ein Herz-Kreislauf ist. Ja. Damit auch dann die professionelle Hilfe möglichst schnell da ist, das ist ganz wichtig. Wenn Passanten in der Umgebung sind, gerne delegieren. Mhm. Ja, nur 5 Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Mhm. Danach ist es irreversibel und nicht mehr heilbar geschädigt. Dann müssen wir vom Hirntod eben ausgehen, wenn 5 Minuten kein Sauerstoff mehr ins Gehirn kommt. Und deshalb, also man soll den Oberkörper Brustbeins, also ungefähr zwischen den Brustwarzen, da muss man wirklich kräftig Da kann man auch nichts kaputt machen. Also braucht man keine Angst haben, dass man... Naja, das ist immer, wenn man wissen will, wie oft muss man drücken, wie schnell muss man drücken. Wie lange? Also, ich meine, das ist ja schon, wie Sie sagen. 30 Mal drücken auf den Brustkorb und 2 Mal beatmen. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Person in hygienisch fragwürdigem Zustand vorfinde, sag ich mal, dann reicht es auch nur die... Bis der Arzt kommt. Also nicht denken, oh, jetzt habe ich ja schon 1 Minute, jetzt warte ich mal und setze dann wieder an. Es muss wirklich kontinuierlich... Ganz genau. Auf jeden Fall weitermachen. Wir machen noch ein bisschen die Jacke zu, damit er sich nicht so unwohl fühlt. Wir haben hier auf dem Sofa noch mal einen Defibrillator. Die gibt es ja mittlerweile wirklich an vielen öffentlichen Stellen, in Ganz Einkaufszentren genau. oder auch in Firmen. Nur viele wissen gar nicht, was mache ich damit eigentlich. Ja. Ne? Also vielleicht können Sie uns da auch noch mal gerade ein bisschen Hilfe. Ja, diese Geräte Stellung sind eigentlich... Geben. Vielen Dank. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal wieder ein Kurs zu machen, ne? damit man wirklich weiß, wie man im Notfall helfen kann. Das sagen ganz Weil die meisten sind so unsicher und ich glaube, in Deutschland wird auch relativ wenig geholfen im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist ein großes Problem. Also viele Leute sagen mir auch immer, dass der letzte Kontakt, den sie irgendwie mit diesem... Dankeschön, lieber Rainer, sieht wieder super aus. Wein und ein selbstgebeizter Lachs. Was sagt der Arzt aus Herzaspekten? Gutes Essen oder nicht so ein dolles? Mit dem Fisch ist schon mal gut. Der oder die Glückliche, die diese Platte bekommt. Morgen gibt es dann wieder ein anderes Geschenk. Lohnt sich also auch dann reinzugucken. Jetzt gerade in dieser Zeit, Erkältungszeit, es wird ein bisschen kühler, feuchter. Sind wir mit gutem Vorbild voran. Genau, ich fahre oft und gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. So und Sie sagen ja auch, man muss abends nur noch mal...